Jeden Tag werden in Europa von Beschäftigten im Gesundheitswesen Millionen medizinischer Daten erzeugt. Aber diese Informationen werden nicht im vollen Umfang genutzt. Der europäische Gesundheitsdatenraum, der im Mai von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde, soll diese Lücke schließen. Er wird den Zugang zu Gesundheitsdaten für Patienten und Fachleute erleichtern und die technischen Voraussetzungen für eine sichere Nutzung dieser Informationen zur Förderung von Forschung und Innovation schaffen. Man kann die Gesundheitsdaten auf zwei Arten nutzen. Die Nutzung im Zusammenhang mit der Gesundheitsfürsorge, zum Beispiel bei einem Arztbesuch, wird als primäre Nutzung bezeichnet. Die sekundäre Verwendung bezieht sich auf Informationen, die unter strengen Sicherheits- und Vertraulichkeitsbedingungen verarbeitet werden, zum Beispiel für politische Entscheidungen oder die Verbesserung von Gesundheitsprodukten. In Griechenland haben wir uns angeschaut, wie das praktisch funktionieren kann. Initiativen wie Integrating the Healthcare Enterprise, kurz IHE, haben das Ziel, den Datenaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu harmonisieren. Auf dem europäischen Markt stehen der E-Health-Sektor und Unternehmen vor verschiedenen Hindernissen. Der Sektor der elektronischen Gesundheitsdienste ist ein fragmentierter Markt, zum Nachteil der europäischen Bürger, anders als in den USA und Asien. Der europäische Markt für digitale Gesundheit hat einen Wert von rund 40 Milliarden Euro und wächst weiter. Für Unternehmen wie Knomon Informatics, die auf elektronische Gesundheitsprodukte spezialisiert sind, würde ein koordinierter Datenaustausch endlich die Türen zu einem europaweiten Markt öffnen, von dem sowohl Patienten als auch Unternehmen profitieren würden. Die Digitalisierung medizinischer Daten ist sowohl für die europäischen Bürger als auch für den Rest der Welt sehr wichtig. Ein Patient kann alle seine medizinischen Daten und seine Krankheitsberichte auf einem Gerät haben. Auf diese Weise hat er die Daten bei sich, wenn er verreist, und kann sie mit jeder Klinik und mit jedem Arzt teilen. Durch die Verbesserung der Interoperabilität zwischen Gesundheitsdienstleistern in ganz Europa kann man auch Doppeluntersuchungen vermeiden, was sich positiv auf die Gesundheitskosten und die Patientenbetreuung auswirkt. Die Nutzung eines europäischen Datenraums ist der richtige Weg für einen Aufbau von E-Health-Systemen. Das gibt die Richtung vor, damit Europa eine elektronische Gesundheitsindustrie und Qualitätsdienste schaffen kann. Das Zusammenspiel zwischen medizinischen und digitalen Systemen beruht auf Interoperabilität. Das heißt, dass IT-Systeme Daten auf einer gemeinsamen Grundlage lesen, verwenden und austauschen. Die Sprache ist eine Schlüsselfähigkeit zur Überbrückung der terminologischen Kluft zwischen verschiedenen Gesundheitssoftware-Systemen. Der nächste Schritt besteht darin, sich auf die Grammatikregeln zu einigen, das heißt auf die Struktur der Syntax der empfangenen Informationen. Sobald der europäische Gesundheitsdatenraum vollständig umgesetzt ist, wird er den Horizont des europäischen Gesundheitsmarktes erweitern. Dann können auch mittelständische Unternehmen bei der Entwicklung neuer, innovativer Produkte für den Gesundheitssektor zusammenarbeiten.